Vor über 10.000 Fans treffen in Hamburg der HSV und Kiel aufeinander. Seit der Neuausrichtung konnten die Hamburger noch nie den THW in einem Pflichtspiel schlagen. Ändert sich das diesmal? Die Gastgeber in den roten Trikots im Vorwärtsgang. Dani Bajens, das ist Zoran Ilić. 4-1-Führung, keine 5 Minuten gespielt. Der Blitzstart von den Hamburgern. In den letzten 4 Partien, Ilić mit 25 Toren, hatte einen großen Anteil an dieser erfolgreichen Serie von 5 Siegen in Folge. Wieder Ilić, das super Zuspiel auf Mortensen. 6-3-Führung, 11 Minuten absolviert. Hamburg bärenstark. Es dauert eine ganze Weile, ehe sich die Kieler schütteln und so richtig ins Rollen kommen. Immer wieder diese Ballverluste im Vorwärtsgang. Mortensen, aber dann Bellassen mit dieser Parade, 16. Minute. Und diese Parade war ein großer Impuls. Denn die Kieler waren fortan besser drin in dieser Begegnung. Der Ballgewinn durch Duvniak. Aschiba Götu nimmt Tempo auf. 12-11. Am Ende führen sie zur Pause mit 16-15. Anders als in Halbzeit 1 erwischen diesmal die Kieler den besseren Start. Erik Johansson mit diesem wuchtigen Abschluss. Sein Tor zum 20-18. Weiter Kiel. 3 Tore liegen sie nun schon vorn. Aschiba Götu versucht's, aber der Ball geht nicht rein. Johannes Bitter mit den Fingerspitzen noch dran. 15 Paraden zeigt er insgesamt. Dann der 7 Meter. Eckberg gegen Bitter. Und Eckberg bleibt der Sieger. Es ist ein historisches Tor für Niklas Eckberg. Sein 1750. Er ist der 21. Spieler, der diese Schallmauer durchbricht. Auf 5 Tore konnte Kiel wegziehen. Dann steigern sich aber nochmal die Hamburger. Sie schaffen den Anschluss durch Leiftesje. 25-26 und es laufen bereits die letzten 5 Minuten. In der letzten Minute wieder das 7-Meter-Duell. Eckberg, aber Bitter hält. Kiel liegt noch vorn, 28-27. Die letzten Sekunden, sie laufen bereits. Tissier auf Frederik Bo Andersen und der macht's. Quasi mit der Schlusssekunde erzielt er das 28. Tor für Hamburg. Ein spektakuläres Finish. Hamburg belohnt sich für ganz viel Aufwand. 28-28, der viel umjubelte Endstand. Was soll ich sagen, das ist Handball. Irgendwie kommt das häufig vor, dass das so eine Situation passiert, dass man dann die letzten 10 Sekunden irgendwie 7 Meter kriegen. Ja, der muss einfach rein, dann gewinnt er das Spiel. Leider verwerfe ich und dann machen die einen schnellen Tor. Wir haben uns auch nach den 4 Toren, waren es glaube ich, immer wieder gesagt, Leute, wir haben hier Spaß. Es ist ein Privileg, in dieser Halle vor euch allen zu spielen oder vor diesen Fans. Lass uns Gas geben und das habe ich auch so empfunden. Ich will hier jedes Spiel in dieser Arena genießen und man probiert mal ein paar verrückte Sachen, man hat nichts zu verlieren und dann klappt's. Was für eine Crunch-Time in Hamburg. Der HSV erobert einen Punkt gegen den THW Kiel. Johannes Bitter hat sich in der letzten Aktion noch leicht wehgetan, aber dieser Punkt hilft sicherlich drüber hinweg. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein